Im 18. Jahrhundert waren Giraffen in Afrika südlich der Sahara noch weit verbreitet. Inzwischen ist ihr Lebensraum stark geschrumpft. Bis 2016 ging die Wissenschaft davon aus, dass es sich nur um eine einzige Art mit 9 Unterarten handelt. Die DNA-Tests belegen jedoch 4 unterschiedliche Arten. Die Nordgiraffe, die Netzgiraffe, die Maasai-Giraffe und die Südgiraffe. Als gefährdet werden alle Giraffen eingestuft. Doch besonders die Nordgiraffe ist akut vom Aussterben bedroht. Ebenso die Netzgiraffe. Im 18. Jahrhundert waren Giraffen in Afrika südlich der Sahara noch weit verbreitet. Inzwischen ist ihr Lebensraum stark geschrumpft. Bis 2016 ging die Wissenschaft davon aus, dass es sich nur um eine einzige Art mit 9 Unterarten handelt. Die DNA-Tests belegen jedoch 4 unterschiedliche Arten. Die Nordgiraffe, die Netzgiraffe, die Maasai-Giraffe und die Südgiraffe. Als gefährdet werden alle Giraffen eingestuft. Doch besonders die Nordgiraffe ist akut vom Aussterben bedroht. Ebenso die Netzgiraffe. Im 18. Jahrhundert waren Giraffen in Afrika südlich der Sahara noch weit verbreitet. Inzwischen ist ihr Lebensraum stark geschrumpft. Bis 2016 ging die Wissenschaft davon aus, dass es sich nur um eine einzige Art mit 9 Unterarten handelt. Die DNA-Tests belegen jedoch 4 unterschiedliche Arten. Die Nordgiraffe, die Netzgiraffe, die Maasai-Giraffe und die Südgiraffe. Als gefährdet werden alle Giraffen eingestuft. Doch besonders die Nordgiraffe ist akut vom Aussterben bedroht, ebenso die Netzgiraffe.